Servus und willkommen zu einem neuen Video beim Bavarian Medic. Im heutigen, dem dritten und letzten Teil der Videoreihe Taktische Medizin, geht es um die Israeli Bandage. Prinzipiell ist diese Israeli Bandage nichts anderes als ein Druckverband. Der wurde eben von der israelischen Armee entwickelt und ist vor allem im Bereich des Militärs sehr populär. Geliefert wird der hier vakuumverschweißt und wenn wir den jetzt öffnen, ganz interessant, kommt uns noch ein zweites Päckchen entgegen. Das heißt, diese Israeli Bandage ist zweimal eingeschweißt und somit zweimal davor gesichert, eben unsteril zu werden. Für die Anwendung reißen wir das Ganze auf und haben dann dieses Päckchen. Wenn wir den Verband aus der Verpackung nehmen, kommt uns dieses Konstrukt entgegen. Also sprich, einmal der Verband mit aufgesetzter Wundauflage und ganz oben haben wir so einen Schäkel, der eben hier als Druckmedium fungiert, um eben den Druckverband vernünftig wickeln zu können. Wir gehen jetzt mit diesem Schäkel direkt auf die Wunde drauf und wickeln dann einmal mit dem Verband einmal herum. Wenn wir dann bei dem Schäkel angekommen sind, nehmen wir den Verband und gehen durch diesen Schlitz, der in der Mitte ist, einmal hindurch. Und durch das Umschlagen jetzt legt sich dieser Schäkel um und er übt Druck direkt auf die Wunde aus. Und wenn wir jetzt hier weiter wickeln, mit jeder Wicklung, die wir über den Schäkel gehen, wird mehr Druck ausgeübt und so können wir das auch relativ gut dosieren, wie stark der eben auf meine Wunde drauf drückt. Dieser Stoff ist sehr, sehr stabil und kann eben auch bei längerer Belastung, also der kann schon ein bisschen was ab, gerade weil er eben aus dem militärischen Bereich kommt, ist es ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir ganz zum Schluss so eine Klammer und diese erleichtert uns quasi das Einhaken am Schluss. Wir gehen mit dieser Klammer einfach in den Verband hinein, oben und unten, und schon haben wir den Verband am Ende gesichert und er kann nicht mehr aus und ist eben fest am Bein. Eine ganz tolle Sache an dieser Israeli Bandage ist, dass man mit ihr auch Verletzungen im Bereich des Halses sehr gut versorgen kann. Dazu nehme ich meine Israeli Bandage und lege die Wundauflage direkt auf die Wunde drauf, sodass das Druckpolster ungefähr in der Mitte ist. Und jetzt ist es wichtig, dass der Patient seinen Arm hebt, also quasi in diesem Fall der linke Arm. Und ich gehe jetzt mit meinem Verband, also mit der Binde, unter dem Arm, also an der Achsel vorbei hindurch. Und so habe ich quasi einen Gegendruck, der mir diesen Verband spannt und die Verletzung sauber abdeckt. Und wenn ich jetzt hier das Ganze mit ein bisschen Druck ausüben möchte, gehe ich leicht zurück. Hier muss man natürlich aufpassen, dass man es nicht zu fest macht, denn ansonsten könnte natürlich die Arterie abgedrückt werden. Jetzt gehe ich quasi zurück und wickle das Ganze um den Hals und unter der Achsel hindurch. Und jetzt habe ich natürlich wieder meine Klammer, die fixiere ich hier hinten. Und jetzt ist eine ganz tolle Sache, wenn ich den Druck hier erhöhen möchte, ohne dass ich jetzt nochmal was nachziehe am Verband, lasse ich den Patienten den Arm einfach senken. Denn wenn der Arm gesenkt wird, spannt sich eben das Ganze mehr und es wird mehr Druck aufgebaut. Ich hoffe, die Videoreihe der taktischen Medizin hat euch gefallen. Falls ihr die anderen zwei Videos noch nicht gesehen habt, die sind jetzt einfach nochmal hier oben verlinkt. Und falls ihr Fragen zu den angewandten Techniken habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich natürlich auch über ein Like freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus.